So. Erstmal gucken, ob hier irgendwo Gefahr droht. Ich höre nichts. Creeper hört man ja auch nicht, außer wenn es zu spät ist. So, diesen Wasserlauf kriegen wir heute noch fertig, auch mit den Seitenwegen, denke ich mal. Ich gucke noch mal irgendwo ein Monster herum. Turnt. Ob wir vielleicht doch zu spät ins Bett gegangen sind. Ich sehe nichts. Nee, okay. Dann können wir die hier wieder abrupfen hier. Und dann immer so Treppen runter. Wo sind sie denn? Da sind die Steinstiegelstufen. Steinstiegelstufen. Oder so ähnlich. Steinziegelstufen. So sollte das sein. Dann kommt das also hier hinten hin. Bitte machen wir wieder einen rein. So und das machen so und das machen so. Ja, jetzt müssen wir da doch einen hinsetzen oder machen. Hängen wir den da so in die Luft. Nehmen den dann wieder weg. Das geht ja auch so. Dann ist das Fenster nicht blockiert. So, jetzt grabe ich mich hier mal oben durch. Denn wir müssen ja eh dann runtergehen vom Niveau her. So, das passt wunderbar. Jetzt mal weg mit dem ganzen Kram hier. So, bis hier. Okay. Dann geht es jetzt hier mal weiter. So, bis hier. Wunderbar. Und wir graben es natürlich dann noch tiefer rein. Selbstverständlich. Man kann sogar ganz im Takt hier. Das Abgraben geht doch ein bisschen schneller als die Musik. So ganz im Takt ist es nicht. Aber ist egal. Das haben wir wieder volles Inventar wahrscheinlich. Stört mich jetzt aber erstmal nicht. Denn von diesem Zeug haben wir ja echt genug. Nicht, dass ich davon genug habe, aber wir haben genug. So, und jetzt geht das bis hier. Okay. Das waren zwei zu viel. Fünf, sechs, sieben, acht. Wahrscheinlich geht es bis hier und dann muss ich noch tiefer. Da muss ich mal sehen, wie ich das oben mache. Geschätzt. Mal sehen, ob wir hier noch eine Höhle angraben. Ich glaube es aber nicht. Haben wir irgendwelche Blumen?
aufgesammelt. Ja, die kann ich die Blume ja hier irgendwo hinstellen. Aber bist du denn Blümchen? Ich kann auch die Schneebälle wegschmeißen. Ein bisschen Platz für Dreck und Cobblestone vor allen Dingen. Denn Cobblestone braucht man ja nun wahrscheinlich doch etwas häufiger. Hier gehe ich schon mal voll zu einem runter. Ja, und wie ich es denn hier mache, hier kommt ja dann irgendwo die Mauer durch. Wo auch immer. Das müssen wir dann mal sehen. Das heißt dann to be continued im Englischen. Also da werden wir dann irgendwann weiterarbeiten. So. Jetzt läuft das also alles bis hier. Machen wir hier mal schon hier weiter. Müssen wir bis hier. So, da brauchen wir hier bis zur Ecke nochmal. So, ein einheitliches Niveau machen. Hier hatte man dann gesagt, hier kommt ja dann der Weg raus. Auch so schön gebaut, schneesicher. So, dann haben wir hier den Weg bis dahin. Wunderbar, dann machen wir mal hier auch nochmal den Weg. Wo ist die Sonne da oben? Herrlich. So, und dann geht's also hier weiter. Haben wir da noch was? Ja, wir haben noch ein paar mal noch. So, da werde ich das hier mal so schräg rüberbauen. Und hier auch. Dass wir hier so eine Art Platz bekommen. Dann geht es also hier weiter mit dem Weg. Dann ist halt die Frage, wie machen wir es denn da hinten weiter? Gucken wir uns das mal auf der Karte an. Einzoomen. Ja, das ist jetzt natürlich unschärfer. Also hier ist dann so eine Art Platz. Aber ich sollte diese noch wegrupfen, damit das symmetrisch ist. So. Immer ein 3 Meter. Ja, dann mache ich die doch hier rein, weil damit es auch wirklich symmetrisch ist zu da vorne. Da haben wir also hier einen Dreierweg, der dann hier hingeht, und der müsste dann theoretisch, der ist genau in der Mitte, habe ich jetzt nicht abgemessen, passt aber hervorragend. So, da könnte man hier noch ein bisschen was abtragen.
Wo tun wir denn unsere Bäume hin? Gute Frage. Unsere Bäume, das wird also hier irgendwo sein. Kunstbäume da, ne? Also diese Zypressen, wie ich sie da hinten auch schon hatte. Da brauche ich also Zäune zu und... Naja, gucken wir mal, wo haben wir Zäune? Hier haben wir Zäune, nicht viel. Ich habe ja hier noch Zäune genug, okay. Dann brauchen wir noch... das war bei Blumen und so Kram. Waren die drin? Fichtennadeln, genau. Tue ich mal schnell noch die Erde weg. Und den Cobblestone weg. Und lege mich ins Bett.